Okay, wir sind auf LV426. Denn da sitzt das Raumschiff. Klar, das taucht auch schon im ersten Film auf, da ist halt der Planet noch nicht benannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Eigentlich war die Nostromo, das war doch gar nicht mehr im Umkreis dieses Planeten. Ja. Finden Sie den Ursprung des Signals, okay. Komm, mach voran. Was passiert wohl, wenn man auf den roten Knopf da hinten drückt? Oder auf beide rote Knöpfe gleichzeitig? Habe ich aber auch ehrlich gesagt nichts dagegen. Mal ein etwas entspannterer Abschnitt, wo man einfach wirklich nur mal ein bisschen laufen muss. Stimmt. Nähere Infos übrigens, was es mit diesem Wrack auf sich hat, liefern die etwas Großes. Liefern die Filme der Prometheus-Reihe. Der erste Film ist erschienen inzwischen. Es wird 3 Filme geben. Und sie bilden eine Trilogie, natürlich 3 Filme, Trilogie. Und sie bilden ein Prequel zu den Alien-Filmen. Und das, was ich bis jetzt gelesen habe, soll dann das Ende des 3. Prometheus-Films an den Anfang des 1. Alien-Films anschließen, sodass wir sozusagen in der Summe 7 Alien-Teile haben. Und ja, bei Prometheus geht es halt, wie gesagt, um dieses Raumschiff, was es damit auf sich hat, von wem es stammt. Passen Sie auf, was Sie anfassen. Machen Sie ja nichts kaputt. Was meinen Sie, wie alt das ist? Was ist das? Ein Cockpit? Wäre das ein Schiff? Haha, ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Hey, Ruhe! Was? Haben Sie Angst, wir wecken ihn auf? Entschuldigung, Kumpel. Ruhe! Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Marlow, das ist eine Lebensform. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Wir müssen unseren Anspruch klar machen, wie uns jemand zuvorkommt. Die Anesidora ist für etwas dieser Größe nicht ausgelegt. Dann nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Marlow, wir haben was gefunden. Spuren. Spuren? Als hätte jemand etwas über den Boden geschleift. Aber das ist noch nicht alles. Das wird Ihnen nicht gefallen. Was dann? Die Spuren führen hierher. Der gleiche Name wie auf dem Flugschreiber. Nostromo. Jemand war schon hier. Vielleicht haben sie das Schiff evakuiert und sind hierher gekommen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Wenn die vor uns hier waren, warum gibt es dann keine Aufzeichnung? Naja, wenn sie noch hier sind, war es das mit unseren Bergungsrechten. Finden wir es raus. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Forster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Okay, verstehe. Den Flugschreiber haben wir also schon. Wir sind nicht auf der Suche nach dem Flugschreiber, sondern sind dann eben irgendwie anders hierher gekommen. Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Menschlich ist das nicht. Das steht fest. Ich laufe jetzt hier einfach mal die Runde. Ich will da vielleicht auch mal hoch, wenn die da von Spuren geredet haben. Also ich weiß relativ präzise, wonach wir suchen, durch den Film, aber
Es ergibt dann auch auf einmal alles Sinn. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wie... Ja, ich will jetzt nicht spoilern. Ich würde damit das Ende des ersten Alien-Films spoilern. Das mache ich nicht. Dazu sage ich jetzt mal nichts, falls den noch jemand noch nicht gesehen hat und dies noch vorhat. Ich sage nur so viel, es geben einige Dinge auf einmal Sinn. Hinsichtlich der Anwesenheit des Aliens auf der Sevastopol. So. Also unser Dings war, finden Sie das Notsignal? Gut. Angeblich soll das Ding uns weisen. Ehrlich gesagt nicht ganz. Ah, okay, wir müssen hier hoch. Mix, ich habe das Signal gefunden. Ich werde genauer nachsehen. Ah ja, stimmt. Genau so war das. Dieses Schiff hier hat ja das Signal gesendet, weshalb die Nostromo überhaupt erst dort gelandet ist. Keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Marlo, das müssen Sie sich ansehen. Der Wahnsinn. Bin schon auf dem Weg. Okay, was hattest du denn für eine Erklärung, Sock? Ich meine, klar, ich kann deine Meinung natürlich unter der Basis verstehen. Wenn du dir da quasi deine eigene Ur-Story zusammengelegt hast, da ist das dann natürlich ein bisschen blöd, wenn sowas wie Prometheus kommt. Da stimme ich dir schon zu. Dazu hatte ich da noch nicht mal tatsächlich was Eigenes. Also da würde mich echt mal interessieren, was deine Erklärung ist zum Alien, zu dessen Existenz. Ach, und was ich zum Thema Filmreihe noch vorhin abschließend sagen wollte. Es wird auch einen neuen Alien-Film selbst geben, einen fünften, wenn man so will. Und, also es soll wohl einen geben, das steht glaube ich noch nicht fest. Aber Sigourney Weaver hat auch bereits ihr Okay gegeben, dass sie wieder mitmacht als Ellen Ripley. Und in diesem würde sie wohl auf den Planeten der Aliens fliegen, um die Sache endgültig zu beenden. So heißt es in der Ankündigung. Ob da jetzt tatsächlich noch was draus wird, weiß ich allerdings nicht. Hey, ich habe doch die Typen hier hinten leuchten gesehen. Ach so! Schnallen Sie sich an. Was ist denn? Oh! Oh mein Gott. Hier drüben.
gedacht, dass das Alien durch normale Evolution entstanden ist und der Space Jockey ebenfalls. Die Rasse des Space Jockeys hat jetzt dann das Pech, eine Rasse zuerst zu begegnen. Weil schon vor sehr langer Zeit, ja, okay, so ungefähr hatte ich mir das auch überlegt, klar. Ja, da weicht Prometheus dann schon ab, das ist richtig. Okay, wir müssen da runter. Das, meine Freunde, ihr werdet sehen. Genau. Alles. Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlow. Ach ja? Na gut, Sie wissen ja, wo ich bin. Wait! Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Habt da was, das Sie gebrauchen könnten. Amanda, du und ich sind hier vollkommen unterschiedliche Ansichten. Der Flammenwerfer. Von dem habe ich schon gehört. Hoffentlich funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Davon habe ich tatsächlich schon gehört, dass man den Xenomorph zumindest mit dem Flammenwerfer beeindrucken kann. Aber der soll auch relativ schnell aufgebraucht sein. Deswegen, ja. Müssen wir dann da einfach mal gucken. So. Flammenwerfer, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay. Nehmen wir noch schnell die subkutane Impfpistole von hier mit. Die Batterien lasse ich hier liegen. Okay. Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. Gut, machen wir. Speichern wir das Ganze hier erstmal. Gefahr ist nah. Leck mich. Da draußen. Diese ganze Station ist ein Wrack. Wir haben nur getan, was wir mussten. Okay, das sind jetzt aber die Leute hier. Gut, Kartencheck. Ja, Lorenz ist Dingensturm. Das heißt, es wird gleich ein neues Aufeinandertreffen mit Xena geben. Ripley, sind Sie auf dem Weg? Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abriegelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sevastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. So sieht's aus. Ja. Okay.
Na komm. Gut. Okay. Würde ich sagen, mache ich den Level noch. Und dann haben wir mal wieder ein bisschen Material. Alles klar gesagt. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ich bin im Systektor. Ridley, passen Sie auf. In Ihrem Bereich werden viele Störungen gemeldet. Okay. So. Dann machen wir das mal. Ah, nein, wir sind wieder hier. An die Lobby kann ich mich noch erinnern. Ja, okay, jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. Okay, so führt einen das Spiel also dann zurück. Da habe ich das Vieh das erste Mal schreien gehört, wo wir jetzt hin müssen. Ich weiß nicht, ob das gerade einfach nur ein Zischen war oder Xena. Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Freund oder Feind? Die Kreatur ist in der Nähe. Oh. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Okay. Hier sind wir damals dann weg. Gut. Ich habe eine relativ präzise Vorstellung, wie gesagt, davon, wo wir... Ah, nee, Quatsch, wartet mal. Die Lobby, das war eine andere, aber trotzdem, Nee, ich hatte jetzt... Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du stirbst. Also los, ja. Und dass ich hier einen Herzinfarkt kriege, wenn mich das Vieh gleich wieder zermetzelt. Kreatur, wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Okay. Der Schrott fliegt hier immer noch rum. Sie ist wieder da. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen. Strom wiederherstellen. Sie ist unterwegs. Es war so eine schöne Zeit. Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen.